Liebe Leute, Freunde und alle anderen, die sich das anschauen, herzlich willkommen zu Online Soccer Manager, dem Format, wo ich einen Online Manager Soccer mache und ich habe da, glaube ich, mich vertippt und das ist jetzt nicht ganz so geil. Und ich glaube, ich habe mich schon wieder vertippt, aber ich drücke jetzt einfach mal auf Enter, vielleicht ist es sogar richtig. Yay! I'm the best around! Jo Leute, ich bin richtig motiviert, hört man das? Hört man das? Ist das Ding an? Hallo? Hallo? Hört man das? Ich bin motiviert. 3-0. Da ist die Motivation noch höher. Ja, Schleckhammer, ja. Nee, Leute, jetzt wirklich, ich bin wieder richtig motiviert. Ich war jetzt so die letzte Zeit nicht ganz so motiviert. Hat man auch in den Videos gehört. Es war immer wieder ein bisschen kacki dabei und so weiter. Aber jetzt geben wir Gas. Und mit Gas meine ich wortwörtlich. Wir furzen die anderen nieder. 3-0, ich sag 8 Tore Volland und 7 Tore ich. Firmino, Volland und Salihovic hat getroffen. Und das ist ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Das ist von Volland übrigens schon das, ich sag 100. Tor im 100. Spiel. Ne, das 18. Tor im 15. Spiel. Kann man schon lassen. Ja, kann man lassen. Ja. Na, ist okay. Ja. Aha, die machen hier Freundschaftsspiele. Einfach so Freundschaftsspiele, Freunde. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ein Freundschaftsspiel. Was ist der Grund für meine Motivation, denkt ihr euch? Einfach wieder so, wie es war. Es läuft wieder super. Die Synchro ist gut angekommen, auch mit Mesut Özil. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ich finde sie richtig lustig. Die Stimme von Özil ist etwas verstörend, aber ansonsten ist es eigentlich ganz geil. Und lohnt sich auf jeden Fall zum Ansehen. Also, kann man schon machen, ne? Kann man schon machen. Ja. So ist das geil. Bayer Leverkusen, das ist mal ein Freundschaftsspielgegner, wo man auch ein bisschen schauen kann, wie läuft das so, weil Leverkusen ist ja grundsätzlich Kader nicht ganz stark. Deswegen haben wir auch nur 1-1 gespielt, das ist nicht so geil. Andererseits ist es schon okay, weil unsere Spieler sind K.O. und eigentlich hätte ich das nicht machen sollen, weil unsere Spieler K.O. sind. Weil wenn ich jetzt in die Aufstellung reinschaue, werden wir sicher sehr, sehr müde sein. Ja, so ist das. Ja, oh ja. Da muss Kader Dennis wieder mal spielen. Voll ein Top-Fit. Hier können wir mal diesen Wechsel machen. Firmino lassen wir auf der Bank. Da können wir ganz schön mit Schwegler wechseln. Salihovic ist noch ganz fit. Hier in der Abwehr ist es nicht mehr so geil. Aber hier haben wir ja auch diverseste Möglichkeiten. Für Baumann, da können wir hier wechseln. Kastelsere. Und dann geht das schon ganz geil. Würde ich sagen, so dann. Morgen können wir dann wieder Abeloa und Westergaard aufstellen. Dafür können wir Sülle und Beck schonen. Super, da werden wir einfach mal hammert. Gegen wen spielen wir überhaupt nicht, dass ich jetzt gegen eine gute Mannschaft spiele und die B-Mannschaft aufstelle, das wäre ein bisschen dumm. Nee, das geht. Ich hoffe, dass jetzt endlich auch am Transfermarkt was los ist. Wir haben 60 Millionen, was soll ich machen? Das, obwohl wir nur Hoffenheim sind. Ich meine, in Wirklichkeit haben sie ja viel Geld, nur in OSM haben sie ja nicht mal so viel Geld. Und hier geben wir es Birkine. Wäre ja gar nicht verkehrt. 26, 87er. Den holen wir uns mit 42 Angriff. Ist stark, ja. Und nachdem uns das Geld derzeit eigentlich gar nicht stört und wir uns jeden Spieler leisten können, was wir tatsächlich können, also es gibt keinen Spieler, der... Ich glaube, Messi und Ronaldo sind so bei 40 Millionen, so ein bisschen drüber und ein bisschen drunter, glaube ich. Sind die teuersten zwei. Ansonsten 60 Millionen kostet hier eh niemand. Dann haben wir mit Erkin... haben wir jetzt einen neuen Stammspieler, darf man gar nicht vergessen, der ist jetzt eigentlich unser bester Verteidiger sogar. Ist ja nicht so schlecht, aber sonst, ich schaue jetzt auch mal kurz hin, aber sonst glaube ich, war gar nicht so viel jetzt am Transfermarkt, das ist, wo ich jetzt sage, die lohnen sich zu kaufen. Ich meine, gut, hier könnte man einen Ovido nehmen, ja, schön, aber wirklich nicht, ist er das, was ich brauche, eigentlich nicht und... Ja, Freunde, das ist halt alles nicht immer so leicht. Was haben wir hier? Uti, der ist sicher mehr wert, der ist 3 wert und kostet nur 1, den könnte man wiederum relativ teuer verkaufen. Beziehungsweise ihn kaufen und unseren anderen Stürmer, der eh nur ein 74er ist, gleich verkaufen.
Name ist mir gerade entfallen. Ziplock. Weil der ist jünger und besser und den können wir dann für schöne 7 Millionen verkaufen und da haben wir einen Gewinn von 6 gemacht. Ist ja auch nicht schlecht. Und die drei Stufen da, die tun mir, drei Stufen sind, die tun mir jetzt auch nicht wirklich weh, würde ich sagen, Freunde. Das kann man schon so lassen. Ich habe übrigens vor heute oder morgen, eher morgen, weil ich jetzt schon ziemlich spät dran bin. Ich bin dann wieder unterwegs. Ich hoffe, dass ich das alles noch ans Rendern reinkriege. Wann ich es hochlade, weiß ich nicht. Es könnte ein bisschen später werden. Jetzt gerade ist es bei mir 12.22 Uhr beim Aufnehmen. Und ja, ihr seht ja dann eh, wenn es hochkommt. Also sollte es dann gleich so um 1 oder so kommen, dann habe ich alles, also 1, so um 1 herum, so zwischen 1 und 2, dann habe ich alles rechtzeitig geschafft. Wenn nicht, dann nicht. Dann war ich noch vorher unterwegs und lade es dann wieder hoch, wenn ich daheim war, beziehungsweise habe es hochgeladen und muss dann nur noch auf Veröffentlichen klicken oder wie auch immer. Gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, das mit den Nachrichten ist immer noch nicht, das ist traurig, aber wahr. Es sind nur die neuen, die ich, also nach diesem Bug oder was auch immer da ist, bekommen und ja, der Rest ist leider weg. Tut mir auch wirklich leid für alle, die mir geschrieben haben. Ich fand diese Nachrichten so cool, aber man kann sie ja in jedem Video nochmal lesen und daher sind sie ja nicht ganz verloren. Sie sind ja in mittlerweile über 140 Videos quer verteilt und deswegen, ja, ist das ganz nice, ne? Ja, gut. Hätte ich alles erledigt, Freunde. Das heißt, ja, sollte euch das Video gefallen haben hier mit motivierten Spisyro, ja, das ist ja schon ganz gut. Dann könntet ihr ein Abo da lassen, das wäre ja richtig cool. So können wir als Community wachsen, Freunde, und um das geht es ja schließlich und zuletzt, dass wir zusammen groß werden, weil es ist ja nicht, ich bin ja nicht ich, der groß wird, sondern es sind wir, die zusammen wachsen. Als Community, als Familie, als Freunde, als alles, was ihr nett seht. Und ja, da braucht ihr nur einmal klicken und halt ab und zu vielleicht mal ein Video schauen oder so. Weiterhin einen Daumen nach hoch knallen, wenn euch dieses Video ganz gut gefallen hat. Oder auch nur gut, oder wenn es euch nicht gefallen hat, drückt ihn trotzdem nach oben, ist ja egal. Muss einem ja nicht gefallen, dass ich so einen Knopf drücke. Das sind ja alles nur Zahlen für den Computer, das sind ja keine Emotionen. Drückt einfach drauf und fertig. Und dann natürlich einen Kommentar da lassen, das ist ja immer wieder ganz cool. Für euch, für mich, für alle. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part. Auf Wieder, tschüss.